Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda mit mir, Wolf vom Kabit. Und ja, ich hoffe, diese Aufnahme hier, also die Folge hier geht ohne Aufnahmeschwierigkeiten. Ich hatte da, sagen wir mal so, die Festplatte, auf dem das alles gespeichert wird, die setzt ab und zu aus und wenn sie aussieht, werden dann halt Daten nicht gespeichert. Das liegt aber nicht an der Festplatte selber, sondern an der Länge des Kabels zur Festplatte, was ich aber nicht kürzer machen kann, weil die Festplatte sich nicht in meinem Rechner befindet. Dazu gibt's in einer Parkbahn. Dazu gibt's auch eine Lösung. Da sind die meisten Teile auch schon da, aber eines der wichtigsten Teile eben noch nicht. Und das kommt leider erst im Laufe des nächsten Monats. Dann sollte sich das aber hoffentlich bessern. Wenn nicht, muss ich mich doch nochmal nach einer neuen Festplatte umsehen, weil ich die dann nach Plan halt intern verbauen würde. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber ich hatte auch nicht mehr den Speicherpunkt, um das nochmal zu spielen und ich hoffe, das geht jetzt hier besser. Und ich dachte mir, wir machen einfach jetzt mal im Anschluss die Loyalitätsmission von Liam. Weil wir schon mal dabei sind und danach können wir uns ja auf den Archon stürzen. Das Herz dieses Systems ist ein riesiger roter Gigant. Wie Arcturus bei uns zu Hause. Leider viel abgelegener. Gut, dass ich nicht mal Arcturus kenne. Okay, hier gibt es schon mal keine Anomalie. Also arbeiten wir uns wieder wie gewohnt von außen nach innen. Okay, auf dem Planeten gibt es nichts. Der nächste wäre Shopfeis. Schopf weiß wahrscheinlich. Warum gucke ich mir das eigentlich an, wenn ich das überspringen kann? Gute Frage, nächste Frage. Da. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Yay, Erfahrungspunkte. Okay, dann wäre H119 der nächste. Anomalie auf den Sensoren. Was gibt's hier? Vermutlich auch wieder nur Erfahrungspunkte. Nee, Kupfer. Nice. Nadinor, okay. Okay, hier gibt's auch nichts. Dann können wir direkt weiter fortschreiten zur Mission. Trümmer, okay. Ja, möchte ich. Ach, jetzt muss ich tatsächlich mit Liam. Na ja, stimmt ja. Ist ja seine Mission. Okay, wir können gehen. Irgendwohin. Das ist meine Sache. Ich kümmere mich darum. Irgendein Zeichen von den Piraten, die meinen Kontakt verschleppt haben? Wir haben zu viel Hintergrundstrahlung. Da draußen kann sich alles Mögliche verstecken. Der Orbit ist voller Trümmer. Das passt. Es sollen Plünderer sein. Ich hatte gehofft, Bradley oder welche von unseren Kolonisten würden nachkommen. Mitkommen. Ich bin dabei. Was jetzt? Wir arbeiten mit dem, was wir haben. Wie lautet der Plan? Irgendwo da draußen gibt es ein Schiff voller Piraten. Sie haben vielleicht unsere Spezifikationen. Dank Ihnen. Ja, dank mir. Also können wir nicht frontal angreifen. Also würde ich auf Ihre Plünderernase spekulieren. Mit den Trümmern. Ich erkläre es in der Luftschleuse. Wir haben genug Zeit vergeudet. Ich sage, wir ziehen los, erschießen Piraten und retten Leute. Wir kriegen das hin. Werden Sie nicht übermütig? Natürlich. Okay, ich bin dabei. Was immer wir jetzt auch machen. Ja, ich dachte schon, dass... Moment, was? Also, na klar. Ja, verdammt.
Wenn wir es richtig anstellen, bringen sie uns genau dahin, wo wir hinwollen. Ich habe einen Plan. Hast du den? Mir gefällt dieser Plan nicht, Liam. Was ist schlecht daran, sich in zurückgelassener Fracht zu verstecken, um mitgenommen zu werden? Gut, wir wissen nicht, womit wir es zu tun haben. Die aber auch nicht. Trojanisches Pferd, ganz einfach. Schlechter Plan und schlechte Metapher. Was ist, wenn es keine Luft gibt? Es gibt Luft. Oh, das ist nicht gut. Liam, Sie sprachen von Piraten. Das ist ein Kettschiff. Ein großes. Yep. Kleine Planänderung vielleicht? Okay, es ist ein Kettschiff. Yep, und das heißt, wir sollten erstmal Liam skillen, sonst skillen lassen. Aber die plündern doch sonst? Okay, da oben schleicht einer rum. Alarm, Liam. Das ändert nichts daran, warum wir hier sind. Verand finden und abhauen. Irgendwie. Alarm, Liam. Ich weiß. Alarm im Darm. Ja, haben wir verstanden. Bewegung! Die Fracht ist eure Bezahlung. Sam, das ist... Die Sprache der Angara, Pathfinder. Talon-Pirat? Okay. Das ist kein Leck. Das sind deine Drecksensoren. Was zum... Meldung an Kellett! Wir haben blinde Passagiere! Jetzt kommen sie alle. Diese Schiffe wird definitiv nicht von Cat gesteuert. Ausschalten! Da ist nochmal direkt einer. Hervorragend. Hier ist mal den Schuss versenkt. Achso. Was ist mit dir nicht richtig? Da habe ich natürlich alle Schüsse hervorragend vergeigt. War doch in seinem Kopf. Genau wie der. Wie habe ich den denn bitte verfehlt? Haben wir ja noch irgendwelche Gegner? Was ist da unten los? Ihr sterbt, das ist los. Klingt, als könnten wir ein paar Antworten kriegen. Aber gut, dass die auch hier unsere Shuttle-Landungsschiffe haben. Vermute mal, wir müssen durch die Tür da durch, ja? Es interessiert mich jetzt mal, was dahinter ist. Lediglich ein Behälter. Ein verborgener Schatz. Klar. Weil irgendwo eine Tür ist. Da kommen wir aber nicht rein, ne? Ne, die ist zu. Sehe ich von hier aus. Aber die hier ist offen. Ach, das soll die Frachtraumbrücke sein, oder was? Ah, hier ist das, was ich gesucht habe. Können wir die Knarre wieder wegstecken, zwecks Orientierung. Statusbericht! Hör auf zu quatschen. Zum letzten Mal meldet euch. Wenn ihr die Buchttore wieder demoliert habt, mache ich euch fertig. Ich bin wegen ihrer Gefangenen hier. Hier spricht der Pathfinder. Wir haben ihr Schiff geentert. Ergeben Sie sich. Oh, bitte. Was soll das? Schalt auf die Buchtkameras. Na, dann will's raus. Blinde Passagiere, dieses Schiff ist Eigentum des Talon Wing. Und jetzt sind auch Sie unser Eigentum. Genau wie der Rest. Und von...
Das führt zu nichts. Was jetzt? Erschießen wir die Piraten und retten ihren Kontakt? Sie ist hier. Irgendwo. Ob sie das Ding geborgen haben? Sind keine Ketten. Sam, hast du uns? Nicht die exakte Position, Pathfinder. Trümmer und Strahlung stören die Scans. Toll, was jetzt? Wir müssen Varan finden. Hier lang. Interessant, wie... Okay, da lang. Interessant, wie in der einen Kamerastellung immer Einstellungen halt immer für die Charakter am Flackern waren. Kämpfen wir uns bis zu der Tür, durch die sie reinkamen. Okay. Sind wir sicher, dass die Gefangenen dort sind? Irgendwo müssen sie sein. Ich glaube, ich habe von diesem Kellert und seinem Wing schon gehört. Soll ein kleiner Fisch sein. Das Schiff sagt was anderes. Ein Zufallsfund? Schwere Gegner voraus. Na komm, streck hier rüber nochmal raus. Geht doch. Warum wirfst du Granaten? Wer hat dir das erlaubt? Noch mehr Gegner hier? Wir haben neue Gäste auf der Party. Haben wir? Das ist Ausrüstung von Varans Außenposten. Wir wissen nicht mal, ob sie noch lebt. Halten Sie den Mund. Wo kommst du denn her? So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Zu welcher Tür denn? Ach, zu der jetzt auf einmal. Verschlossen. Können Sie sie an der Konsole öffnen? Mein Gott, was kannst du eigentlich? Na los, wir müssen Varan finden. Wir wissen nicht, ob der Weg richtig irgendwas ist. Das muss doch mal klappen. So läuft das, wenn man aus den richtigen Gründen ein Risiko eingeht. Bleiben Sie professionell. Das bringt nichts, Liam. Ich weiß. Es ist dumm. Es ist alles dumm. Schluss damit. Hören Sie auf zu hoffen und konzentrieren Sie sich. Und schon bröckelt er. Wir haben einen miesen Rettungsplan und den ziehen wir durch. Noch Fragen? Nein. Gut. Ob er wohl sauer wegen der Konsole ist? Was soll er denn noch tun? Wer will eine Umarmung? Ja, nehmen wir das. Liam! Halt mich! Ich würde Ihnen so gern eine reinhauen. An die Zugangspunkte, los! Brauchen Sie Hilfe? Ogi, das nenne ich Timing! Wir wären früher gekommen, wussten aber nicht, wie wir helfen könnten. Siedler sind keine Soldaten. Aber ein Schiffswrack mit mieser Abschirmung? Techniker haben wir, Junge. Oh, ein Spannungsstoß. Diese Bestie mag keine Störung. Scheiße. Alles dreht sich! Liam, Pathfinder, alles okay? Ja, uns geht's gut. Wir standen nur kurz auf der Kippe. Jemand muss im Maschinenraum die Gravitation reparieren. Was gab's da? Ah, noch ein Behälter. Ist aber eigentlich Schwachsinn. Also entweder... Anscheinend haben wir Ihren Mann verärgert. Kümmern Sie sich um den Kampf, Liam. Finden Sie Varant. Wir halten das Schiff stabil. Ja, verdammt! Was ein Glück. Wir haben die Karte verloren, Sam. Es ist schwierig, hier ein Prädiktionsmodell zu erstellen. Wände sind keine Böden. Immer die Knarre halt. Ja, genauso seitwärts gekippt wie wir. Also kein Vorteil. Wachsam bleiben.
Lass mich dir die Rübe wegschießen. Findest du das doch genauso geil wie ich. Das ist ein großes Schiff. Möglicherweise müssen wir ziemlich lange kämpfen. Das hoffe ich doch. Mit so einem Schiff kriegst du Rekruten ohne Ende. Aua. Kämpfen Sie mit ihm darum. Meldung. Cat-Basis mit angaranischem Flickwerk. 40% Funktionalität. Höchstens. Teilweise ausgeschlachtet. Ausgeschlachtet und dann entsorgt. Ein Schrottkasten. Gute Nacht, Kollege. Was haben wir denn hier noch? Okay. Ja. So. Hinter uns. Toll. Das war unser Weg zurück. Braucht man nicht. Das Positive daran ist, dass sich niemand von hinten an uns heranschleichen kann. Sackgasse hinter der Tür. Es muss einen anderen Weg geben. Hinter uns. Oben. Ah. Jo. Hier die Dingens hier weg. Ach ja, die muss ich ja sowieso wegschießen, ne? Da klettern wir nicht drauf. Nein? Moment, da ist eine Entlüftung. Die können wir sprengen. Entlüftung? Woher wissen Sie das? Berant hat es erwähnt. Wie gesagt, sie studiert Tech. Das kann man seit neuestem studieren. Sind wir jetzt nicht eigentlich wieder in dem Frachtraum? Na, fast. Achtung! Sie kommen zunehmend besser zurecht. Wir auch. Na, so macht man das. Diese Feinde. Erschießt mich! Und keine Ausrede mehr! Scheiße! Wir kümmern uns um die Tür. Sie kämpfen. Okay. Wenn die da unten einfach so stehen bleiben, kann ich denen ja in Ruhe Kopfschuss verteilen. Gleiche Voraussetzungen für alle. Jetzt ist der Spinner auch schon tot. Super. Hey. Da. Hey. Ach, dann ist er da oben, okay. Hi. Den Scharfschützen hätten wir. Kümmern wir uns um den Rest. Okay, weiter geht's. Okay, was haben wir hier? Ich finde dieses Level mit dem verdrehten Schiff irgendwie extrem anstrengend. Auch für die eigene Orientierung. Okay. Ach so. Wieder neue Gegner. Arbeitet an der Abregelung. Danke für die Chance. Sehen wir uns mal ein paar Daten an. Sehen Sie eine Steuerzentrale oder Konsole in dem Raum? Ihr Sam soll mir einen Scan davon schicken. Okay. Ja toll, da waren wir doch gerade. Spiel. Hm.
Sende Scan-Ergebnisse. Dachte ich mir. Kellett hat die Energie umgeleitet. Kein Problem. Hier sind zwei Zugangspunkte, zu denen Sie gehen müssten. Ich synchronisiere alles, wenn Sie sie aktivieren. Okay, vorwärts, Team. Okay. Oh, noch ein Behälter. Egal, was drin war, gehört jetzt uns. Okay. Fortschritt erzielt. Der nächste. Und so haben sie sich das Schiff unter den Nagel gerissen. Der Typ hat dieses verlassene Schiff wieder flott gemacht und verschwendet es jetzt mit Raubzügen? Er hat schon lange aufgegeben. Ich kenne das. Sieht gut aus. Abriegelung wird gleich aufgehoben. Und wir wissen ja ein wenig über diesen Kellett. Der Typ ist extrem reizbar. Und dieses Schiff hat ihn definitiv gefährlich gemacht. Ich kenne die Sorte. Kleiner Mann, große Knarre. Ich habe Zugriff auf das bestehende Sicherheitssystem. Türsteuerung und Kameras. Ja, dann mach doch mal hin. Behalten Sie die Monitore im Auge. Da ist Verant. Und was soll das? Sie haben auch Menschen eingesperrt. Ihre Zeiteinschätzung war falsch, Liam. Kellett wollte die Initiative nicht bald angreifen. Er hat es bereits getan. Pathfinder, wir müssen das beenden. Ich arbeite daran. Die Gravitationsschwank. Ja, toll. Runter von meinem Schiff. Nö. Orgi? Bin noch da. Wir finden einen Weg zu... Das ist der Frachtraum. Schon wieder. Was soll das heißen? Ihr könnt sie nicht sehen. An alle, bereit machen. Bereit für was? Wir erschießen ihn doch, oder? Pathfinder, die Tür da oben. Sie war vorhin blockiert. Wie sieht's aus, Bradley? Negativ. Sie müssen scannen und eine manuelle Lösung finden. Wie unerwartet. Wenn wir das hier verschieben, können wir die Tür vielleicht erreichen. Suchen wir die Steuerung. Da waren wir doch schon vor Ihnen. Überwache noch immer Ihre Kameras. Kellett hat Leute im Gang hinter dieser Tür. Und die Gefangene? Hinter Ihnen. Bringen wir es hinter uns. Okay, der Kran bewegt sich. Tür und jetzt? Und Kran. Es geht los. Warum treffe ich die nicht? Ah, schon besser. Wettrad, tu mir doch einfach den Gefallen und spring mir nicht in die Schusslinie. Was ist denn los? Ist das denn der auf Speed? Was haben wir da? Chain und Saboteur. Das ist, als würde man in einer umgestürzten Spielzeugkiste kämpfen. Schluss mit den Vergleichen! Gut, gegen Scharfschützen haben wir auch was. Weil ich verstehe nicht, warum der letzte kein Kopfschuss war. Die Aussicht auf leichte Beute. Langsam haben wir den Bogen raus. Stimmt's? Schalte die Energie für die Tür vor Ihnen ein. Das verriegelt allerdings die hinter Ihnen. Drehen sowieso nicht um. Sie wissen schon, dass wir bisher viel Glück hatten. Auf manche Dinge muss man sich einfach verlassen. Können,
Sie haben sich im nächsten Raum verschanzt, Pathfinder. Ein Schatten. Können wir jetzt endlich mal da hoch? Heftige, glaube ich. Alter. Danke für die Warnung. Den Typen, der das Level designt hat, den würde ich am liebsten da reinhauen. Wir müssen den Scharfschützen ausschalten. Werden wir bei Gelegenheit tun, ja. Ach, da hinten sniped einer. So, was ist mit unserem Scharfschützen? Da ist er doch. Na komm, Kapitän Sniper, du willst es doch auch. Wo steckt die Ratte? Mein Gott, wie viele von den Viechern kommen hier eigentlich? Na komm, ist der Sniper. Mein Gott. So, weil ich gerade da seinen Kopf nicht getroffen hatte. Ja, und der ist da hinten, die feige Ratte. Jetzt kommt er, ist klar. Ich habe da auch die passende Antwort für dich. Ich wollte ihn aufspießen. So, Munition haben wir auch wieder. Und weiter geht's. Da sind sie. Ja, super. Das ist unsere Chance. Auf sie. Sehen Sie das? Unsere Gefangenen geben richtig Gas. Wir müssen da rein und ihnen helfen. Dann hoch auf die Hydras. Au, 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 au. Na klasse. Da ist die andere. Ach du Scheiße. Aber da hinten wäre HP und Co. gewesen. Aber nicht für uns. Gut. Dann nehmen wir halt die Knarre. Schon schließlich. Das ist unsere Chance. Auf sie. Sehen Sie das? Unsere Gefangenen geben richtig Gas. Wir müssen da rein und ihnen helfen. Hä? Die waren zielsuchend, die Raketen, oder was? Wie arschig ist das denn?
Ach so. Das ist natürlich wieder so eine Stelle, wo man die Gegner erst töten kann, wenn man drin ist. War klar. Da sind sie! Schott schließen! Das ist unsere Chance! Ja, das hat Schott auch zu. Das, unsere Gefangenen geben richtig Gas! Wir müssen da rein und ihnen helfen! Wenn er mir den Gefallen tut und hier so still sitzt. Ja, okay, da ist sie nicht präzise genug für. Aber der ist es. Lebt er noch? Jetzt nicht mehr. Wo ist der zweite? Okay. Ist ja ätzend, wenn die so nahe kommen. Halt still. Im Interface. Ich muss wissen, was auf der anderen Seite dieser Tür passiert ist. Das hätten wir. Na, da hinten ist der zweite. Hier. Okay. Hallo? Jemand da draußen? Nein. Wir sind hier. Gehören Sie zur Initiative? Woher kommen Sie? Handelsschiff aus Kadara. Sind Sie von der Nexus? Yep. Ryder, Pathfinder von der Hyperion. Heilige Scheiße. Eine Arche ist gekommen. Geht es Verant gut? Liam, was machen Sie denn hier? Ich wollte nicht, dass Sie wegen dem sterben, was ich Ihnen gesagt habe. Ich hätte es niemals verraten. Spielt aber auch keine Rolle. Kellett hat keine Fragen gestellt. Er hat Sie hier eingesperrt, genau wie uns. Wir sind nur Arbeitskräfte. Das halbe Schiff ist unser Werk. Okay. Gut, dann würde ich an der Stelle jetzt erstmal die Folge beenden. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wo wir dann die Mission von Liam hoffentlich beenden werden, ohne größere Zwischenfälle oder Festplattenausfälle. Bis dann, euer Wolf vom Kabit. Und denkt dran, like, share, subscribe, hilft mir weiter. Ciao, ciao.